Ja, und da ist das Dilemma. Die Skelette sind am Anmarsch. Jetzt müssen wir mal schauen. Kylandus hat sich schon wieder halbwegs regeneriert. Der darf dann gleich mal wieder Infanterist sein. Der Woodcutter, was war denn der eigentlich sonst noch? Ein Stonemason. Schnell wieder zurück nach Hause mit dir. Was auch noch gut wäre, wäre ein Bogenschütze. Wer ist denn einer? Wer war nochmal der Archer? Archer 3. Geht aber, glaube ich, noch besser. Archer 1 oder schlechter. Archer 4. Archer 1. Der Boulder war also auch ein Archer. Du darfst dich dann gleich mal wieder zum Tor hinstellen und Wache stehen. Ja, er ist gespottet worden. Der Miner bleibt mal in der Festung, der darf dann auch noch Infanterist spielen. Walk Patrolling Routes, Stand Guard Position. Also, das muss ich ja extra machen. Ja, das wissen wir. So, du holst dann mal die Pfeile. Mal gucken, ob du dann was ausrichten kannst gegen die Skelette. Gleich mal rauf da und den Gepanzerten weghauen. Schöner Treffer. Noch ein schöner Treffer und der letzte Pfeil. Und der Gegner lebt noch. Das war's dann mal. Dann sage ich mal wieder Boulder. Das Archer sein war mal. Dir gebe ich mal eine Guard Position. Wie war das nochmal? Wie ging das? Wie ging das? Wie ging das? Ich habe vergessen, wie das ging. Ich glaube, das war. Na, geht nochmal. Military? Guard Position. Da habe ich noch eine zweite. Das dann gleich mal dahin. Ah, du holst dir noch irgendwas, eine Ausrüstung oder so oder was zum Essen. So, da kommt auch schon das Skelett. Nee, warte auf deinen Kumpel. Ihr solltet es euch so zu weit holen. Zum Angriff. Ah, das hat sich schon mal erledigt. Dann könnt ihr eigentlich auch gleich mal euch das zweite Skelett vorknöpfen. Das ist eh schon so gut wie tot. Ah, das ist da drüben, okay. Nee, dahin. Ah Gott, wenn ich wenigstens so eine Großauswahl hätte. Das Schaf. Hört. Das Schaf hole ich mir gleich. Es gefällt mir, dass da ein Schaf ist. Und Kylandus, der tapferste Soldat im Leben von Tothausen. Und tot. Gut, damit wir alle Gefahren erledigt. Du darfst dann wieder. Was habe ich da nicht gesagt? Du warst, glaube ich, ein Woodcutter? Fisherman? Ja, das hätte ich mir merken sollen. Wem habe ich da bitte schön umgesetzt? Geht mir jetzt der Holzfäller ab oder wie jetzt? Du darfst wieder Farmer sein. Das sind noch mehr Skelette. Ach, oh Gott. Hab's mir anders überlegt. Kylandus, du bleibst mal Infanterist. Infanterist habe ich gesagt. Ist, glaube ich, besser so. Da kommen noch mehr Feinde. Bin kein Fan davon, dass da so viele Feinde kommen. Da
Deine Ausrüstung ist eher mäßig, ja. Du baust da hinten währenddessen die Verteidigung. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, die Skelette. Diese verdammten Skelette. Immer wieder diese Skelette. Gott, was mache ich denn? Military, Training Dummy, bräuchte ich Rope. Kann ich Ropes machen? Crafting? Rope. Und wie ich Ropes machen kann. Brauche ich nur einen Tailor? Wer ist ein guter Tailor? Wo steht ein Tailor? Tailor 1. Tailor 1. Tailor 1. Tailor 1. Tailor 3. Ja, egal. Dann tailorst du mal ein bisschen. Damit ich dann ein paar Trainingsdummies da habe, dann können die auch ein bisschen gleich trainieren und ihre Kampfkraft stärken. Das mache ich dann einfach da, da mache ich die Trainingsdummies, dann sind sie schon mal bereit, wenn der Feind kommt. Ist glaube ich nicht mal so blöde. Military Trainingsdummies. Einmal da und einmal da. Hört sich nach einer guten Idee an. Besser als dass sie da stehen und nichts tun und dann, wenn der Feind kommt, nicht vorbereitet sind. Die Haus. Okay. Tools. Stonehoe. Da baue ich dann gleich mal wieder. Okay, da verlor ich kurz meine Stimme. Da baue ich gleich mal wieder was. Move down, move down, move down. Der kann da mal mit der Haus weiterbauen. Wer baut denn überhaupt das Militärzeug? Engineer. Mal gucken, wer ist der Engineer? Engineer 3. Dann bau gleich mal. Ja, ja, ich weiß. Keine Ho, kannst nicht farmen. Das wird eh gleich alles. Darum kümmere ich mich eh gerade. Operation World Patrol Combat Training. Und du darfst auch Combat Training. Es werden dann eh die Dummies gebaut. Dann seid ihr auch schon mal ein bisschen ausgelaugt, wenn dann die Feinde kommen und dann sterbt ihr schneller. Ist zwar nicht der Plan, aber so kann es auch passieren. Da geht halt immer noch das Eisen ab. Wo läufst du hin? Interessant, der will wohl die Lage sondieren. Nicht mal so eine blöde Idee. Und ich bin komplett überladen mit Weed, kommt mir gerade vor. So, du gehst mal trainieren. Feinde haben uns gesehen. Oder wir haben die Feinde gesehen, eins von beiden. So. Set to rebuild once broken. Okay, das kann ich schon nachvollziehen, was das heißt. Der Taylor hat schon wieder nichts zu tun, dann darfst du jetzt wieder meiner sein. Ich habe eine Wildsau. Aber ich glaube, eine Wildsau bringt mir nichts, wenn ich die zähme. Und ich glaube, der Engineer pennt. Meiner. Engineer. Nee, penn nicht. Du baust jetzt erstmal. Vollidiot. In good health. Das ist schlecht. Ja, nee, ist klar. Wir wissen, dass das Skelette sind. So, du hast dann deine Aufgabe da erledigt. Da gehst du dann wieder rüber meinen. Wenn die Gegner dann angreifen, kannst du sie gleich runterlocken.
Du machst auch deine Arbeit. Nachdem du das gebaut hast, darfst du dann gleich wieder Boulder sein. Komm schon, wird fertig. Geht doch. Und Boulder. Das darfst du auch trainieren. Die Skelette wissen anscheinend noch nicht, wo sie hinwollen. Aber das überlebe ich je. Das wird schon noch. So, das Schaf wird mal gerettet, das wird gesaved. Die Soldaten steigern ihren Skill. Sehe ich da auch noch irgendwie da. Geht doch schon mal gut voran. Das dauert schon ein bisschen länger. Als Hörer gehst du auch schon mal ein Level up, das ist auch gut. Und warum habe ich nur das Gefühl, dass du Eis nicht abbauen kannst? So, Level 3, das ist auch gut. Pfeile wären gut. Ja, das ist mir wurscht. Tin Ore kann beides nicht abgebaut werden. Tools, Copper, Pickaxe, ich habe kein Copper, ich habe Iron aber. Bronze habe ich einiges. Das muss ich dann gleich mal weiterverarbeiten. Dafür brauche ich dann den guten Blacksmith. Der war aber... Warum legst du dich jetzt mit dem Skelett an, du Vollidiot? Schneller... Wow. Schnell wieder nach Hause. Solltest du nicht machen. Aber... Ich glaube, da hat dein Skelett sogar Damage gemacht. Ach komm, jetzt halt. Halt nicht. Dann laufe ich mal darauf und jetzt kümmere ich mich mal um die Feindeinheiten. Das so eine Massenauswahl wäre halt praktisch, wenn ich mehrere Einheiten von mir auf einmal auswählen könnte. Würde mir vieles erleichtern. So, mal gucken. Das Skelett. Dead. Ja, ging schnell. Da hinten sind dann auch noch ein paar Skelette, das ist glaube ich sogar ein stärkeres. Also ich glaube schon, dass es stärker ist als normale. Bin mir aber jetzt nicht so sicher, nur das mit der Keule, das wird dann echt gefährlich. Mal einen kleinen Safe. Also das mit einem Hardcore-Safe finde ich zwar irgendwie witzig, aber es wäre halt angenehmer, wenn es dann auch noch ein Standard-Safe gäbe. Also nicht nur Hardcore, sondern auch ein bisschen Low-Bob. Das wäre halt nicht so gut, wenn du nicht... Ah, gerade nochmal. Lass den vor, der was die bessere Rüstung hat. Ah, oder tut das. Ah, Gott, weg da, Vollidioten. Ein Hoch auf Bugs. Gut. Kalando ist jetzt fast erwischt, aber... Der hat sich noch gefangen und das müssten jetzt eh wieder alle gewesen sein. Jetzt darfst du wieder Farmer sein und bei dir da habe ich immer noch vergessen, was du eigentlich genau warst. Fisherman, ich glaube beim Fisherman habe ich ja gesagt, er soll meinen. Ja sicher, ich habe gesagt, er soll meinen. So, das wäre schon mal erledigt. Skelette weniger. Initon for Forge, okay. Ton. Das geht schneller dahin als sonst irgendwas. Also. Da brauche ich schon ein ganz schönes Stück davon. Move down. Jetzt brauche ich erstmal einen Blacksmith. Wo ist denn der gute Blacksmith? Eins. Wer war da? Ja, ich soll mir jetzt mal die Namen merken. Nee, du warst es sowieso nicht. Du glaube ich auch nicht. Blacksmith 2. Ich glaube, der Boulder war's. Blacksmith 7. Nee, Günther.
Okay. Wow. Da habe ich einen richtig guten Blacksmith, das habe ich komplett vergessen. Okay, irgendwas ist dann nochmal gestorben, aber das ist dann hoffentlich weit genug weg. Da ist noch ein Schaf, das ist mir aber jetzt mal wurscht. Hühner wären wichtig, aber Hühner finde ich keine. Naja. Lassen wir mal den Blacksmith seine Arbeit verrichten. Der baut jetzt mal Tanks und dann Pickaxes. Neue Einwohner wären halt auch praktisch. Wenn ich dann wirklich so viele Einwohner hätte, dass ich sagen könnte, so 2, 3 seid nur Bogenschützen und weitere 2 sind nur Nahkämpfer, damit ich die nicht mal mehr umsetzen müsste, das wäre praktisch. Also wirklich mindestens 2 für die wichtigsten Berufe, mindestens 1 für jeden weniger wichtigen Beruf und halt dann noch trotzdem genügend fürs Militär. Das wäre praktisch. Und ich glaube schon langsam, dass die Miner keine Pickaxes mehr haben. Yep. Da baue ich jetzt noch einige Stone Pickaxes, bevor ich dann die Bronze Pickaxes machen, damit die, obwohl das macht ja der Carpenter, der Stone Mason, nicht der Schmied. Mache ich noch eine Iron Pickaxe. Steel habe ich keinen, Bronze habe ich genügend, Körper habe ich auch nichts. Crafting. Brauche ich Tin und Copper? Copper habe ich genügend. Gleich mal reingenommen. Steel brauche ich Iron. Das habe ich sogar. Iron habe ich aber zu wenig. Ah, ich brauche das Iron einfach noch. Das ist das Problem. Es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber leider brauche ich es noch. So, wegen Wölfe habe ich jetzt keine Probleme zurzeit. Tools gehen mir schon wieder über. Struktur, Storages, Tool Chests. Da baue ich dann gleich mal. Ja, jetzt habe ich vergessen, das gleich mal 2 Stück. Aber ich finde es gerade angenehm, wie sie die Farben überarbeitet haben. Also ein paar, da haben sie ein bisschen das Farbspektrum angepasst. Finde ich jetzt ein bisschen angenehmer. Ich glaube, das Grün und das Gelb haben sie ein bisschen satter gemacht, dass mir, wenn ich mich nicht täusche. Zieht sich jetzt noch ein bisschen mehr an. Und auch die türkisen Straßen sind sogar richtig schön angenehm. So. Der Autosave funktioniert auch halbwegs gut. Da hängt sich nichts mehr auf. Blacksmith ist da noch am Bauen. Stormason. Genau. Wo ist der Kalandus? Da ist er. Sei mal schnell ein Carpenter wieder. Du kannst schnell die Toolboxes bauen, ansonsten wissen wir ja nicht wohin damit. Und dann darfst du ewig schon wieder weiter farmen. Ich könnte dann mal die Miner, Farmer 1, Farmer 1, Fishersman, dann sage ich mal, du, da was eh Fishersman auch hoch hat, da darf auch Farmer sein. Je mehr Farmer, desto besser, da brauche ich dann eh noch einen riesigen Haufen davon. Do not hurt. Das mit dem Huhn, das packt wohl. Wenn das Huhn jetzt packt, dann nervt es mich. Mal gucken. Ja, der Blacksmith ist gerade pennen gegangen, verdammt. Egal, kann man nichts machen. Dann lasse ich jetzt mal schlafen. Die wichtigen Ressourcen liegen halt da draußen noch, wie es Eisen und Kohle und alles mögliche. Aber ohne Pickaxe geht's halt schlecht. Und selber können sie sich keine bauen, weil sie nicht wissen, wie eine Pickaxe der aussieht. Kennt man ja, ein Bergarbeiter kann sich nicht die eigene Spitzhacke bauen. Aber es geht ja voran.
In dieser Staffel lebe ich ja schon richtig lange, auch wenn die Patches von den Entwicklern zu wünschen lassen übrig haben, tuten, taten. Oh ja, das ist deutsch. Oh! Von daher kommt also das Knistern. Ich denke mir schon, was knistert denn das so laut? Ich habe ja nicht so viel, ich habe ja kein Lagerfeuer in der Base. Nein. Echt jetzt. Ich habe keine Pfeile. Das könnte mir zu Verhängnis werden. Ich glaube, das war's jetzt mit meiner Siedlung. Ja. Na gut. Und ich sag mal, wie es ausgeht, ob die Staffel weitergeführt wird oder ob es das Ende dieser Staffel ist, dieser The Man's Town Serie, werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wenn dann der Hexenmeister bei mir ankommt und wahrscheinlich alles kurz und klein schlägt. Weapons, wie viele Waffen habe ich? 3 Stück, 2 Bögen, keine Pfeile. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Federn habe ich natürlich auch keine. Rüstungen habe ich auch nicht genügend, als dass ich mich dann mit allen anlegen könnte. Kellandus, wie Gott, du bist fast tot. Na gut. Ob wir diese Belagerung überleben werden oder nicht, werdet ihr dann ja eh in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Und mit Skeptik sage ich mal, ciao Leute und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Let's Play The Man's Town.